ist schon in Ordnung, aber es brauchte deshalb keiner schwarz zu sehen. Denn wenn alle Konflikte so gelöst würden, wie der zwischen Sammer und Effenberg, da könnten wir alle in Frieden leben. Eine starke Dortmunder Fraktion, selbstverständlich mit dem Spitzenreiter hergereist auf den Bökelberg, der platzte aus allen Nähten. Das ist Stefan Reuter. Möller. Und Sammer. Vor der Abwehr spielen, wie zuletzt immer. Reinhardt, Spiel über die Flügel. Kapisa. Und zum 10. Minute 0:1. Der hat also auch schon zum 5. Mal getroffen für seine Borussia. Für seine Borussia, der Kapitän Michael Zorc. Kapisa. Und dann Energieleistung von Michael Zorc im Rückwärtsgang. Gegen Andersson, Kopfballsieger, keine Chance für Uwe Taps. Selbstbewusstsein, das haben sie mitgebracht hierher auf den Gladbacher Bökelberg. Das Spiel lief sehr gut bei den Dortmundern. Kapisa mit frischem Wind hier gegen Andersson. Kapisa und Riedle. Er war gerade mal eine Viertelstunde gespielt, da getroffen hat er, der Karl-Heinz, aber den Falschen musste behandelt werden. Ah, super Pass. Und da fehlt ein Zentimeter bei Karl-Heinz. So sieht ein Bedenkenträger aus. Bernd Kraus, der Gladbacher Trainer, hat ja mal seine Laufbahn begonnen als Profi bei den Dortmunder Borussen. Hat es allerdings nur auf ein Spiel gemacht. Kastenmeier. Darlin gegen Cesar. Und Heiko Herrlich nach 18 Minuten der Ausgleich. Ja, wenn das Spiel über die Außen kam bei Gladbach, dann wurde es gefährlich. Leider viel zu selten. Darlin scheitert an Klos und an Heiko Herrlich. Der hat jetzt seinen 9. Treffer gemacht. Das ist jetzt schon Saisonrekord für ihn. Also ein ganz, ganz wichtiger Mann hier in Mönchengladbach. Riedle gegen Jörg Neun. Kapisa. Und jetzt eine blinde Abwehr von Kastenmeier auf Reinhardt. Kapisa. 22. Minute. 1:2. Mit ganz einfachen Mitteln durch die Lücken der Viererkette. Aber Ausgangspunkt. Die katastrophale Abwehr von Kastenmeier. Dann war der Ball auch noch abgefälscht, wir werden es gleich sehen. Von Kastenmeier selbst, also das Hinterbackentor vom Gladbacher Bökelberg. Darlin. Binhoff. Moin. Und Kastenmeier. Da hier ahnte man mal etwas vom Kombinationsfluss der Gladbacher, der in den letzten Wochen so oft beschworen wurde. Da lief mal der Ball, aber ansonsten war es Fußball aus der Kühlbox. Herrlich gegen Sammer. Und das, liebe Zuschauer, war der einzige Riss im Dortmunder Spiel der ersten 45 Minuten. Rumschädel bei Herrlich. Und so macht man das heute. Wunde geklammert von Dr. Büscher. Früher haben wir so die Gardinen zu Hause zusammen geheftet. Matthias Sammer, das Markenzeichen des Dortmunder Spiels. Der Mann steht durch. Andersson. Er hatte es überwiegend mit Chapuisat zu tun. Klinkert gegen Riedle. Das ist Herrlich. Darlin in der Mitte gegen Schmidt. Das war mehr eine Zufallsaktion. Die Zeitlupe wird uns das belegen. Nicht kontrolliert den Ball getroffen. Kein Problem für Stefan Kuss. Winhoff. Und dann dieses Foul von Stefan Effenberg, der in der ersten halben Stunde kaum auffiel. Das ist die 5. gelbe Karte und damit hat er dann am nächsten Wochenende Pause. Foul an Steffen Voss. Peter Nielsen. Außen kommt Kastenmeier. Und Herrlich. Heiko Herrlich. Ja, da stand er doch frei, Junge. Geradeaus, da stand das Tor. Wieder Effenberg.
Jetzt mit seiner schönsten Aktion im ersten Durchgang. Aufpassen. Super vorgelegt. Aber Martin. Martin Dolin. Absolut blind vergeben. Diese Chance. Da kommt Andersson. Ja, wichtig, wenn vorne alles abgeschirmt ist. Da bewegt sich nichts. Stürmer gut beschattet, dann muss man es mal aus der zweiten Reihe versuchen. Patrick Andersson. Wieder Sammer. Und jetzt Andreas Möller. Was der da macht auf Schapisa, kein Abseits. 45. Minute, 1:3. Und damit hat er jetzt seinen Mannschaftskameraden Möller eingeholt. Ja, die suchen einen Schuldigen, die Gladbacher. Die beste Aktion von Andi Möller, von dem ich bisher dachte, er hatte sich einen Doppelgänger genommen für heute. Da bei dem Abspieler stand Riedle vorne im Abseits, aber nur passiv, deshalb zurecht entschieden. Was gab es noch? Ein bisschen Kunststoff-Erotik. Es gibt ja, liebe Fußballfreunde, einige Zuschauerinnen, die machen sich zu Hause extra schön für den Moderator im Studio. Gladbach kommt, zweiter Durchgang mit Blinker. Solche Gelegenheiten hatte er nicht oft in dieser Begegnung. Ganz cool bleiben. Ottmar Hitzfeld, sicherer Vorsprung für seine Mannschaft. Dann Jörg Neun gegen Schmidt. Enstadt hat bis auf die Tribüne geknallt, ohne Seitenaufprallschutz, auf dem glatten Rasen und ohne Einwirkung des Gegners. Da. Bang. Aber die können was einstecken, die Kameraden. Nach kurzer Behandlung konnte er weiter spielen. Dann Dali. Ah, ein brotloser Rittberger. Und auch Holger Fachhauter über den Ball. Der war in der 67. Minute gekommen für Peter Winhoff. Zuvor hatte Trainer Kraus bereits Martin Max eingewechselt für den enttäuschenden Peter Nielsen. Da wird er angespielt. Von Effenberg. Martin Max gegen Schmidt. Und Martin Dahlin, wir haben die 81. Minute, der Anschlusstreffer, nur noch 2:3. Fünftes Saisontor für Dahlin. Toll, wie er sich durchsetzt. Martin Max und dann Mutterseelen allein unbewacht. Dahlin, keine Chance für Stefan Kürz. Das ist ein Fall für Kastenmeier. 35 Meter. Ein volles Bund, aber hinten steht Stefan Kloß. Bei Dortmund jetzt doch die Auswirkungen des Europapokals. Da ließen die Kräfte nach. Aber hier noch einmal schön von Chapuisat eingesetzt. Riedle gegen Kamps. Sauber und fair. Gestört, klärt. Das wäre sicher die Entscheidung gewesen. Jetzt diese Szene. Freund gegen Max. Und der Linienrichter signalisiert Freistoß für Gladbach. Der sanftwütige Steffen Freund. Also unser Eins als Publikum muss sagen, ich habe da nichts gesehen. Kastenmeier, Holger Fach, 90. Minute, tatsächlich der Ausgleich. Wunder, kleine Wunder, liebe Fußballfreunde, gibt es immer wieder. Und manchmal sogar im Fernsehen. Fragen, musste Kloß da raus? Der Ball dreht sich raus aus dem 5-Meter-Raum. Und wieso stand Holger Fach so frei? Cesar hinter ihm und davor Riedle. Ja, das ist der Rhythmus, wo ein jeder mit muss. 3:3, sehr glückliches Endergebnis für Borussia Mönchengladbach. Und dann die Versöhnung Effenberg und Sammer. Soll Sammer in die Nationalmannschaft? Nein, wurde Sammer zitiert. Also Effenberg nicht. Gilt das noch? Markus Höhner hat nachgefragt. Ich wollte Sie mich fragen. Ich habe überlegt, in die Pressekonferenz zu gehen, werde ich vielleicht nicht tun. Aber ich möchte mich offiziell bei Stefan Effenberg entschuldigen. Ich habe ein Sportsinterview gegeben vor 2 Monaten. Da habe ich verschiedene Dinge auch gesagt, auch im normalen Gespräch. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und der Bild-Zeitung möchte ich sagen, wir haben schöne Politik gemacht. Vielen Dank. Ich finde es wichtig,
dass Leute sich, wenn sie sowas sagen, auch den Mut haben, sich zu entschuldigen. Und den Mut hat Matthias Sammer gehabt.